Hallo meine Lieben, ich bin's euer Thomas, aka Sparkoyote. Heute geht's in diesem Video um das Thema die Börse und wie sie gerade ruckelt. Sind wir in einem Bärenmarkt oder nicht? Bevor wir aber damit beginnen, möchte ich erwähnen, dass etwa 60% von euch, meine Lieben, noch nicht ins Finanzrudel gehören. Das könnt ihr hier unten ändern, indem ihr auf den Abo-Button drückt und die Glocke betätigt, um keine Videos mehr zu verpassen. Und ja, ich weiß, einige von euch, meine Lieben, stört es, dass ich das sage, aber ich mach's trotzdem. Mittlerweile mache ich es aber nicht mehr zweimal, sondern nur noch einmal am Anfang. Also legen wir direkt los mit diesem Video. Und zwar geht es eigentlich eben um die Börse, wie sie gerade im Moment etwas holpriger ist. Wir befinden uns eigentlich schon in der Korrektur, kann man sagen. Und von einem Crash sind wir noch ein bisschen weiter entfernt, ja. Aber wie hat sich das in meinem Depot ausgewirkt? Was ist so ein bisschen mein Mindset dazu? Meine Gedanken? Bin ich schon zittrig? Und also grundsätzlich, ich bin jetzt etwa in meinem ganzen, also im ganzen Jahr, wenn man das einfach ein Jahr anschaut, 2018, habe ich performancemäßig etwa minus 9% gemacht, was natürlich nicht wirklich schön ist. Vergleicht man allerdings die vorherigen Jahre, da hatte man plus 12%, plus 11% und so weiter, dann sieht das schon mal wieder in Relation wieder ganz anders aus. Das Problem jetzt hier bei mir ist natürlich, dass ich im Jahr 2018 einen größeren Betrag drin hatte als 2017 und 2016. Völlig logisch, weil da halt auch immer mehr Geld dazu bekommt. Darum sind zum Beispiel 10% vom Jahr 2016 weniger als ja 10% vom Jahr 2018. Völlig logisch, also in absoluten Zahlen. Und also grundsätzlich 9% sind schon mal recht viel. Also bei mir hat sich im Depot relativ viel getan. Da habe ich tatsächlich vom Höchstpunkt sozusagen, wo das Depot wert gewesen ist, bis jetzt zum Tiefstpunkt, den man so gemessen hat, sind etwa 9.000, ja, 9.000 Schweizer Franken, 8, 9.000 plus minus sozusagen flöten gegangen in Kursgewinnen beziehungsweise jetzt Kursverlusten teilweise. Und ist natürlich wirklich nicht schön, ja, es ist eine Menge Geld, aber rein jetzt vom Mindset her muss ich mir jetzt da überlegen, hey, grundsätzlich, ich besitze immer noch die gleichen Anteile des Unternehmens, ja, gleich viele Aktien, ich habe keine Aktien verkauft oder so. Und kann im Idealfall jetzt für diese günstigeren Preise, je nachdem sind das bei ein paar Unternehmen 20%, bei anderen Unternehmen nur 5% oder andere Unternehmen laufen immer noch kurstechnisch relativ gut, ist es vielleicht auch eine bessere Kaufgelegenheit, ja? Zum Beispiel bei Activision Blizzard, da habe ich mir 10 Aktien einfach nachgekauft, um so ein bisschen den Einstandskurs zu verringern. So, ähnlich habe ich es auch gemacht bei Ascom in meinem Depot, also Ascom Holding. Auch dort habe ich ein bisschen nachgelegt, habe mir 50 Aktien wieder reingeholt, um den Einstandskurs wieder ein bisschen zu verringern. Und grundsätzlich nutze ich diese Situation ja, um antizyklisch nachzukaufen. Aber, jetzt kommt das große Aber, eben 10 Blizzard-Aktien im Vergleich zu den 70, die ich schon im Depot hatte, macht natürlich nicht so viel aus, aber es macht dennoch einen Unterschied. Wieso investiere ich im Moment überhaupt gar nicht so viel, wie ich das vorher machen konnte? Der einfache Grund, ich bin momentan ja eigentlich im Prinzip selbstständig und ich habe es euch ja schon auch offen gesagt, im Moment verdiene ich grundsätzlich weniger, als ich eigentlich ausgebe, ja. Im Dezember jetzt hier ist es jetzt ein Spezialfall, weil der Dezember relativ gut gelaufen ist bisher und ich da schon lange über dem Break-Even-Point bin, aber grundsätzlich sollte verständlich sein, dass natürlich weniger Geld vorhanden ist, weil ich halt auch entsprechend weniger verdiene und das auch sich auf meine Investments auswirkt. Das heißt, dass ich da auch weniger investieren kann und wenn ich Cash behalten möchte, dann muss ich halt einfach auch allgemein ein bisschen weniger investieren. Und darum ist es natürlich so, dass ich zwar kaufe, aber ich kann nicht mehr in solchen großen Summen kaufen, wie ich das vorher auch schon getan habe, als ich noch angestellt war, weil da habe ich natürlich weitaus mehr verdient. Jetzt kann man sagen, hey, wieso hast du dann den Job aufgegeben? Ist ja voll scheiße. Das kann man ja im Voraus nicht wissen. Und ich sag's mir jetzt mal so grundsätzlich, das sind ja alles kurzfristige Gedanken, weil wenn es kracht, ja, dann kracht es vielleicht wirklich krass. Und ich bin aber im Moment gerade auf dieses Geld nicht angewiesen, ja. Und das heißt, es ist wirklich ein kurzfristiger Gedanke in dem Sinn, weil meine Intention dahinter ist ja, wenn es dann kracht, dass ich dann da auch wieder nachkaufen kann. Gewisse Titel, die ich dann möchte und so weiter und da halt auch wieder günstig an qualitativ hochwertige Unternehmen komme und das dann über den langen Zeitraum, vielleicht dann in 15, 20, 30 Jahren dann entsprechend wirklich eine sehr, sehr attraktive Möglichkeit war, um da dann in Aktien zu investieren. Ein gutes Beispiel, das ist wirklich das beste Beispiel, das ich überhaupt geben kann. Ich habe ja General Electric vor etwa 2,5 Jahren gekauft
für $31 pro Stück. 100 Stück, also für 3.100 Dollar habe ich mir General Electric Aktien gekauft. Jeder weiß es, General Electric geht weiter nach unten, das ist wirklich auf Tauchfahrt praktisch. Und die haben ihre Dividende gekürzt auf 50% zuerst. Und ich habe mir dann schon gesagt, hey, das ist wirklich eines der Kriterien, wo ich mir dann sage, wenn so ein Unternehmen, das schon seit so langer Zeit die Dividende immer stabil gehalten hat, auf einmal das halbiert, dann ist wirklich was los. Habe mich da so ein bisschen auch nachrecherchiert und habe mir dann gesagt, nee, also die Aktie, die möchte ich loshaben, die ist nicht mehr in dem Sinn so für mich tragbar. Also das heißt, ich könnte das Geld wo besser investieren. Habe diese Aktie dann mit etwa 50% Verlust abgestoßen, verkauft in dem Sinn. Und ich habe es übrigens im Depotwechsel gemacht, wo ich dann zu Swissquote gewechselt bin, habe dann zusätzlich noch die Kaufgebühren gespart und so weiter. Und habe mir dann gesagt, hey, das Geld fließt dann woanders rein. Das floss dann schlussendlich in Omega Healthcare und Royal Dutch Shell rein. Auf jeden Fall habe ich da mich dann dazu entschieden, hey, ich stoße die ab, bei irgendwie $14 war das. So, und mittlerweile sind die ja schon auch noch tiefer, die sind da auch schon auf irgendwie $6 irgendwas gewesen. Und mittlerweile denke ich mir so, hey, ich könnte jetzt hier doch einfach zum Beispiel, ja, das wäre ja dann auch wieder antizyklisch investieren, das ist ein großes Unternehmen, das wirklich jetzt praktisch, das hittet jetzt dann gleich den Boden, also wirklich einen sehr tiefen Wert. Und da habe ich mir dann überlegt, hey, wenn das irgendwie jetzt auf 3 oder $2 fallen würde, kann ja passieren, ja, dann würde ich nur rein aus spekulativen, ja, aus Turnaround-Gründen einfach wieder 100 Aktien kaufen, ja, weil dann habe ich wieder die gleichen Anteile, die ich vorher besessen habe und hätte dann entsprechend sozusagen diesen Gamble oder diese Spekulation in dem Sinn, weil das ist ja wirklich ein sehr, sehr großes Unternehmen, das innerhalb kurzer Zeit jetzt innerhalb der letzten paar Jahre extrem, extrem eingesteckt hat, jetzt blöd gesagt, weil hätte ich jetzt die Aktie immer noch, dann hätte ich jetzt noch weitaus mehr Verlust als diese 50% gehabt, sonst wären es eher 75, 80% Verlust, ja. Sind dann alles so Gedanken, die ich mir dann so im Kopf mache, ähnlich dann halt auch bei den Unternehmen, bei denen ich nachkaufen möchte. Haben sich bei diesen Unternehmen grundsätzlich irgendwelche Dinge verändert oder ist es jetzt gerade einfach, weil der Gesamtmarkt jetzt nach unten sich bewegt und dementsprechend halt einfach alle Unternehmen mitziehen? Und da sieht man zum Beispiel auch im Depot Titel wie Nestlé oder zum Beispiel auch Cisco oder Starbucks, ja, die bewegen sich eher gegen oben oder also bewegen sich seitwärts, obwohl jetzt schon seit den letzten 3 Monaten, Oktober, November, Dezember, gefühlt eben überall schon so die Korrektur am Start ist. Und das sind halt all solche interessanten Dinge. Ich meine, ich kenne jetzt dieses Gefühl jetzt rein prozentual her, kenne ich noch aus 2015. Im Dezember war das ja, glaube ich, 2015 etwa dort war das. Dort gab es dann auch mit China diese ganzen Probleme und so weiter. Und da hat es ja auch eigentlich nur so eine kleine Korrektur gegeben. Und da war, glaube ich, der DAX auch noch so um die 8.000 Euro plus, ich glaube, ein bisschen mehr als 8.000. Und das ist natürlich jetzt rein prozentual gesehen auch relativ ähnlich wie jetzt heute, aber natürlich die absoluten Werte sind jetzt viel, viel höher. Und auch dort habe ich keine Aktie verkauft, habe sogar einfach stinknormal nachgekauft oder beziehungsweise einfach Titel regelmäßig gekauft. Und wenn ich das jetzt auf heute projiziere, muss man sich einfach überlegen, man muss diese Situation aussitzen und nicht einfach panisch werden und das Geld verkaufen, weil grundsätzlich ist ja sowieso die Grundregel, man investiert nur Geld, das man jetzt nicht gerade kurz mittelfristig braucht. Und daran halte ich mich ja und darum sollte das Ganze ja auch gar kein Problem sein, entsprechend das Geld zu investieren. Und darum eben, also das ist wirklich Mindset-technisch muss man da einfach die Ruhe bewahren oder versuchen, die Ruhe zu bewahren. Auch ich spiele mir im Kopf so Szenarien, hey, was ist, wenn es jetzt morgen 20% nach unten geht, dann sind einfach mal, keine Ahnung, 15, 18k weg und ist natürlich auch ultra scheiße, aber man muss sich einfach so irgendwie mental auch darauf vorbereiten, dass es passieren könnte. Man weiß es ja nicht und man weiß jetzt ja auch nicht, was das Jahr 2019 für uns bieten wird als Investoren. Vielleicht wird es das beste Jahr, vielleicht wird es das schlechteste Jahr oder vielleicht ist es das ganze Jahr Flaute, Seitwärtsbewegung oder leicht nach unten sich. Man weiß es nicht, ja, und man muss sich auf solche Situationen einstellen. Und ich bin dann auch der sagt, hey, ich setze halt eben primär auf Cashflow, weil das die Dividende mitzieht mit dem Kurs, ja, also mit nach unten zieht, ist so gesehen geringer, ja, viel geringer, wenn man jetzt die historischen Crashes oder Korrekturen sieht, als dass der Kurs eben nach unten geht, wenn man nur Aktien hat, die Kursgewinne oder auf Kursgewinne ausgelegt sind, weil sie keine Dividende ausschütten oder praktisch gar, also nur eine sehr, sehr geringe Dividende ausschütten, ja. Und das ist halt so ein bisschen auch mein Mindset, ja.
dass ich dann gegen diesen Kurs oder ja Kursverlust agiere, indem ich halt sehe, okay, hey, die Unternehmen machen immer noch Gewinne, sie können sich die Dividende leisten, sie können Dividende auszahlen, ich erhalte Cashflow und ich kann mit diesem Cashflow alles machen, was ich möchte, weil wenn ich jetzt nur auf Kursgewinne setzen würde, wären die vielleicht alle schon weg, weil ich halt nicht ausgecashed habe oder nicht einen bestimmten Betrag verkauft habe. Und das ist halt so immer mein Gedanke auch dahinter. Das ist nicht nur ein blöd gesagt ein rein rationales Spiel, ja, wo man sagt, hey, solange da, also sprich, ich investiere nur der Rendite wegen, sondern wenn man wirklich nur der Rendite wegen investiert, kann es dann natürlich auch sein, dass man schwach wird und dann in solchen Extremfällen dann irgendwie zittrig wird und verkauft, sondern dass ich mich da einfach unterstütze mit diesem Cashflow, den man ja dann durch die Dividenden hat, dass ich mich da psychologisch unterstütze und sage, hey, ich habe da ja auch noch Cashflow, ich sehe dann den Cashflow und mich das dann einfach wieder in ein positiveres Mindset bringt, als dass alle hier in Panik verfallen würden. Das ist halt wirklich. Das muss jeder für sich selber wissen, was ist er für eine Person, was ist er für ein Investor, wie würde er emotional reagieren und da halt Gegenmaßnahmen treffen. Bei mir ist es halt eben die Dividendenstrategie, die entsprechend für mich persönlich, ja, ich rede jetzt da hier nicht für alle, aber für mich persönlich einfach extrem, extrem von Vorteil ist, dass, weil die mich einfach sozusagen auch ruhiger schlafen lässt, ja, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Was nützt es mir, wenn ich investiert bin und jede Nacht an Schlafmangel, weil ich immer denke, oh, was passiert, wenn dies, das? Ich möchte meinen gesunden, guten Schlaf nicht aufgeben, nur dafür, dass ich halt Rendite mache, ja, das ist halt meine persönliche Meinung, ja, weil zu viel Stress, ja, oder vor allem auch negativer Stress im Leben kann, ja, zu einem kürzeren Leben führen, ja, das ist statistisch so gesehen, ja, da gibt es auch Studien dazu und das möchte ich mir nicht unbedingt geben, ja, und darum eben. Das ist so im Moment meine Gedanken über dieses ganze Thema. Im Moment eben die aktuelle Lage, die Korrektur von einem Crash kann man noch nicht reden, wenn man vielleicht einzelne Titel anschaut. Ja, einzelne Titel sind gecrashed, ja, aber der Gesamtmarkt, der ist noch nicht gecrashed. Vielleicht kommt das jetzt erst noch im 2019, das wissen wir ja nicht. Aber ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mich würde so ein bisschen interessieren, auch in den Kommentaren, wie ihr damit umgeht. Wie viele, sag ich jetzt mal, Verluste oder Gewinne habt ihr jetzt in den letzten Monaten gemacht? Wie geht ihr damit um? Wie ist es prozentual? Und was macht ihr, um eben nicht zittrig zu werden, um einfach im Positiv oder sag ich jetzt mal in die Ruhe zu bewahren? Was macht ihr spezifisch? Würde mich extrem interessieren. Eben schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten gerne auch auf meinem Blog vorbeischauen. Da gibt es Blogbeiträge über Aktien, Business, Minimalismus, www.sparkoyote.ch. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss, Leute.